Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Weihnachtszeit. Ich bin der Oliver und heute möchte ich euch mal einen ganz tollen Tipp geben zum Thema Farbe auswählen. Mit dem Ellipse-Werkzeug ziehe ich mir einfach mal einen Kreis auf. Bei gedrückter Shift-Taste wähle hier einen Verlauf und wenn ich jetzt die Farbpatrone bearbeite, indem ich zweimal draufklicke, kann ich nun eine Farbe auswählen von links nach rechts. Nehme die Sättigung zu, von oben nach unten die Helligkeit. Ja, da sind unglaublich viele Abstufungen. Welche Farbe und welcher Farbton ist der richtige? Deswegen habe ich mir vor geraumer Zeit angewöhnt, erstmal bei sowas Webfarbenanzeigen auszuwählen. Dann ist dieses Farbbrett hier gerastert und mein Auge kann jetzt Helligkeit und Farbton viel besser wahrnehmen und vergleichen. Das hier ist ein richtig knackiges Rot. Und wenn ich jetzt einfach mit dem Rot etwas aus der Sättigung gehen möchte oder etwas dunkler gehen möchte, kann ich diese Option ausschalten und dann entsprechend Feintuning vornehmen und meine Farbe feiner einstellen. Auch sehr praktisch. Man tut sich schwer, das Gelb auszuwählen. Wo ist jetzt hier das Gelb? Ist das hier ins Grüne oder hier ins Gelb, ins Orangene? Und dann nimmt man einfach Webfarben. Dann ist hier dieses kleine Feld. Das ist auf jeden Fall Gelb. Das sieht man dann sehr gut. Und hier oben die Ecke ist Gelb. Und dann kann ich später noch an der Helligkeit oder an der Sättigung schrauben. Okay, das war mein Tipp für heute. Ganz kurz und knackig. Vielleicht könnt ihr das gebrauchen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr das nächste Jahr auch wieder zuschaut, dann freue ich mich auf euch. Tschüss.